Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Minecraft. Wir waren hier in der letzten Folge ja relativ fleißig. Wir sind jetzt in einer neuen Aufnahmesession, aber irgendwie die letzte war gestern. Nach einer Folge Aufnahmesession habe ich dann wieder aufgehört, weil ich da einfach keine Zeit mehr hatte. So, was wollten wir hier machen? Wir wollten nach oben gehen und gucken. Ich wollte mich eigentlich jetzt hier erstmal gemütlich machen. Ich wollte es mir hier erstmal gemütlich machen. Allerdings tatsächlich haben wir ein kleines Problem. Wir haben nichts mehr zu futtern. Und das bedeutet, wir müssen ganz zwingend dringend. Ich komme hier jetzt hier raus, ohne aufs Maul zu liegen. Hier. Wie habe ich denn das gemacht? Hilfe. Wir müssen unbedingt unsere Base wiederfinden. Und ich war ja schon letztes Mal hier. Hier, also ein schöner See. Oder nicht See, sondern schön am Wasser und so weiter. Ich liebe ja Wasser. So, pass mal auf. Haben wir eine Schaufel? Wie viel Erde haben wir? 14. Haben wir Schaufel oder nicht? Dankeschön. Ich brauche Erde. Und zwar so, dass es nicht stört, wenn ich diese Erde jetzt hier. Pass auf, das hat alles seinen Sinn. Denn ich möchte nochmal unbedingt. Guck mal, das habe ich letzte Folge. Das habe ich doch hier angehabt. Boah, vielleicht war das nicht die schlauste Idee. Das war gar nicht die schlauste Idee, im Gegenteil, das war eine richtige Kackidee. Hilfe! Denn wenn ich jetzt mich wirklich mal maule, dann habe ich ein Problem. So, wir gehen nochmal hier hoch. Wir müssen doch irgendwo unsere Base sehen. Ich meine, so weit sind wir doch nicht weg. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. So, wie komme ich jetzt weiter hier nach oben? War das von der anderen Seite? Ich weiß es nicht mehr. Hey, wir müssen doch nach oben kommen. Erzähl mir nichts. Nein! Wow. Okay, seht ihr? Genau das passiert. Alter, jetzt reicht es doch aber. Pass auf. Okay, wir müssen hier rüber. So, so. Wie können wir hier. Ich will hier hoch. Warte mal, wie viel jetzt haben wir hier? Ach mal, jetzt gehen wir nicht auf den Senkel. Komm. So, pass auf. So. So viel höher können wir ja nicht. So. Boah, Alter, ich sehe hier nichts, ne? Hier ist viel Wasser. Wir waren am Wasser. Ich erkenne nichts. Okay, wir müssen am Wasser. Komm schon, komm schon, komm schon. Irgendwo ein Mini-Zeichen, ein klitzekleines bisschen. Hey! Warte, warte, warte. Ja, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Pass auf, warte mal, wo sind wir? Langsam, langsam, langsam. Das ist es doch, ne? Ja, ich. Genau, das. Oh, wunderbar. Das ist gar nicht weit weg. Warte mal, Fluss entlang? Ach was. Warte mal. Alter, guck mal, wir müssen nur diesen Fluss entlang. Und sind dann hier. Oh mein Gott, ist das. So, pass auf. Das machen wir jetzt. Jetzt bitte gib nicht nach. Schaufel. So, okay. Pass auf, runter, runter, runter. Wir müssen einfach ins Wasser. Oh mein Gott, dann können wir auch da übernachten. Dann haben wir da wieder unser Essen. Oh ja, das wird super. So, pass auf, wir gehen. Okay. Oh shit. Oh shit, wir müssen uns beeilen. Es wird dunkel. Nein, nein, nein. Bitte, bitte, bitte nicht. Es wäre von Vorteil, wenn wir uns nicht immer durchgehend im Wasser aufhalten würden. Aber irgendwie kann ich hier nicht. Ich sehe hier auch nichts, ne? Doch, da ist es. Hier müssen wir hoch. Wir sind jetzt schon zu Hause. Oh mein Gott, ja. Ja, wir sind zu Hause. So, ihr wisst jetzt ganz genau, was dann passiert, ne? Wenn wir jetzt hier tatsächlich zu Hause sind. Ist es doch, ne? Oh mein Gott, ja. So, wir werden dann erstmal schlafen gehen. Oh mein Gott. Juhu! Yippie! So, oh,
Oh, oh mein Gott, liebe Leute. So. Was haben wir denn hier jetzt alles Schönes? Alles klar. Haben wir Brot? Ne, wenn, dann haben wir das hier unten, oder? Weizen? Damit macht man ja Brot, bekanntermaßen. Skabadusch. So, das haben wir wieder. Hoch damit. So, was haben wir hier? Holz und alles. Hier können wir zum Beispiel das reinhauen. Plus ein bisschen Kohle. Okay, ach, ist das schön, Leute. Ist das schön. Ich freue mich so. Wir werden auf jeden Fall da hinten uns einen Weg dahin bauen. Und dann werden wir den Eingang zu der Mine schön ausbauen, dass wir da auch so ein kleines Zwischenbase haben. Und dann connecten wir das. Und dann können wir endlich irgendwann mal Lava heranschaffen, dass wir dann tatsächlich das, was wir ursprünglich machen wollten, dann auch machen. Nämlich in den Nether gehen, dann unsere Basen verbinden. Mein Gott, das wird so Hammer. Vielleicht sollte ich auch irgendwann mal im Nether selber ein bisschen ausbauen. Halt so mit Schienenstränge und so weiter und so fort. Wisst ihr, was ich meine, ne? So, erstmal hier. Huch. So, ich glaube, mehr brauchen wir nicht, oder? Erstmal nicht. Keine Musik? Du solltest eigentlich. Nö. Nö. Ja, Siedler 2 ist okay. So. Dann hätten wir das. Ich muss sagen, das jetzt hier zu zocken, das macht wieder richtig Spaß. Ich komme gerade aus einer Star Wars Fallen Order, Jedi Fallen Order Session. Alter, also manche, muss ich ganz ehrlich sagen, manche Passagen sind echt nicht schön, ne? Bei Jedi Fallen Order. Das sind so, es drückt ein bisschen aufs Gemüt, weil es so langatmig ist und so. Ja, hör doch mal auf da. So, pass mal auf, wir haben hier rote Beete. Rote Peter. Ja, der war richtig witzig. Ich weiß, das, ne, ihr könnt euch kaum noch halten. Ich weiß, ich weiß. So, und nochmal. Das war genau so geplant. Verdammt. Ach, ist das schön. So. Wir wollen. Ich brauche eine neue Schaufel. Ja, brauche ich. Einmal Eisen. So, dann können wir die gleich aufbrauchen. Autsch. So, dass wir hier sehr deutlich machen, dass hier ein Weg entlang führt, nämlich dahin, wo wir schon immer hin wollten. So, haben wir auch ein bisschen Kies? Ja, Kies haben wir tatsächlich. Den möchte ich dann auch tatsächlich dann hier so anbringen. Oder anstatt hier, hier. So, wird zwar ein bisschen langatmig, ist aber gar nicht so schlimm, oder? Nein, ist nicht schlimm. So, dann machen wir das auch. Hier haben wir irgendwo ein paar Cobblestones. Die können wir auch noch anbringen. Nee. Ja, machen wir das Lied. So. Ah, warte mal. Wir haben doch die. Das hier haben wir auch noch. Dann könnten wir. Wie, das war's? Nee, 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 so nicht, mein Freund. Aber doch, komm, lass gut sein. Ah, das ganze Gestrüpp hier. Lalalala. So. Gestrüpp, Gestrüpp. So, da la 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 la. So, ich habe mein Späßchen hier.
Ihr höchstwahrscheinlich auch. Ihr findet das super unterhaltsam. Ich weiß es doch. So, dann haben wir hier so einen kleinen. Naja, so. Ne? Wir machen aber noch einen richtigen Weg hin. So, pass auf. Jetzt haben wir mehr als genug zu futtern. Ich werde jetzt mal hier übers Land gehen. Dann können wir uns hier tatsächlich super. Wir wollen jetzt gar keine Sorgen mehr haben, ob wir da ankommen, wo wir ankommen wollen. Wir wissen wir ja jetzt. Jetzt wissen wir, wo wir sind und. Oh, das wird so super. So, pass auf, wir müssen hier aber ein bisschen freiräumen. Tatsächlich müssen wir das machen. So, ich möchte hier ein bisschen, naja, ein bisschen Platz haben, dass das hier so auch so dementsprechend gut aussieht, in Anführungsstrichen. Da hat ja jeder seine ganz eigenen Kriterien, was denn wirklich gut aussieht. Aber ihr wisst ja im Ungefähren ganz groben, was ich meine, dass das halt nicht so total verhunzt aussieht. So. Ja, ich muss aufpassen, nicht, dass ich es hier irgendwie runterfliege. Da hätte ich den nämlich nicht ganz so her. Guck mal hier, das war nicht hier. So, machen wir hier noch mal ein bisschen. Ja. Obwohl, wir wollten ja es offen lassen. Aha, guck mal hier. Ja, das haben wir nämlich schon mal gedacht. So, wir können eigentlich auch mit dem Stein, weil Stein nutzt sich weniger ab als diese Werkzeuge, die dann doch schon ein bisschen, ja, wertvoll sind. So, eigentlich müsste ich. Ne, den kann ich hier lassen. Den kann ich lassen. Moment. Wie genau das aussehen soll, weiß ich noch nicht. Aber es wird schon mal nicht schlecht. So. Ich würde gerne hier ein bisschen abgrasen. Habe ich noch ein bisschen Schere? Ja, ein bisschen Schere habe ich noch. Alles klar. Gut, den packen wir auch nochmal weg. Wir müssen halt ein bisschen mehr Platz schaffen, dass der Eingang zu unserer Basis, weil ich möchte hier natürlich dementsprechend es schön gestalten. Dann eventuell auch mit Etagen, dass es halt so schön runter geht. Ihr wisst ungefähr hoffentlich, wie ich das meine, oder? Weg, 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 weg. Und dann mal gucken, wie ich den Zugang hier. Okay, hier ist Ende. Alles klar. Dann soll es ab hier sein. Wo habe ich denn die. Will ich den Tropenbaumstamm oder ich will das hier, glaube ich, ne? So, will ich das so? So, dass wir dann hier schon mal so ein. Es muss ja alles irgendwo einen Anfang haben. So, dann könnte ich das hier vielleicht schon mal mit normalen Brettern ausschraffieren. So, sowas kommt selbstverständlich weg. Warte mal, wo ist das? Ach, guck mal hier. Die können wir auch noch verbraten. So, jetzt habe ich aber zu wenig Eichenstamm. So. So, die können weg. Zack. So. Das möchte ich hier gerne auch noch ändern. Ich möchte hier erstmal, ja, ich würde sagen, dass wir hier wissen, dass wir hier sind. Also, dass wir hier unseren Eingang haben. Dass wir jetzt erstmal alles zu haben, damit wir nicht wirklich tatsächlich, wenn wir jetzt hier irgendwas machen, dann irgendwann runter in die Tiefe stürzen. Dann einen sehr elendigen Tod erleiden. Wobei wir dann natürlich wüssten, wo unsere Sachen liegen. Ja, so ist es nicht. Aber trotzdem, muss ja nicht sein. So. Okay,
Okay, Schäufelchen. Guck mal, es wird schon wieder dunkel. So, hier wäre dann das Wasser. Das ist sehr gut. So, wollen wir nochmal zurück nach Hause und da schlafen? Ich würde sagen, ja, oder? Alter, diese Musik. So, einfach mal über das Gestrüpp. Ist auch eine Methode zu reisen. So. Tja, Pear und Fact. Haben wir hier noch irgendwie unsere Bäume? Ich habe doch mal hier Bäume gepflanzt. Einfach um mehr Eichenholz zu bekommen. Ich glaube, das muss ich jetzt nochmal nachholen. Okay, dann schlafen wir einfach mal. Also die Musik, ne? Viel besser. Viel, viel besser. So, wir haben hier einige. Das können wir eigentlich wegpacken, ne? Pass mal auf. Ich schmeiß mal weg, was nicht mehr zu gebrauchen ist. Weg, weg, weg damit. Damit weg brauche ich auch nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Das sowieso nicht, das auch nicht. Und das erst recht nicht. Perfekt. So, wir haben hier... Ah, stimmt. Alles klar, gut. Wie machen wir das denn? Ich brauche eine... Tatsächlich, ich brauche so eine Art Baumplantage. Könnt ihr euch noch an das Let's Play von Gronkh erinnern? Der hatte auch so eine Baumplantage. Eine schön angelegte. Am besten geh mir aus dem Weg, du Bambus. Was ist denn los mit dir, ey? Aber wo mache ich das? Wir haben hier unser Dings, dann haben wir hier. Wir könnten, weil wir sowieso in der Richtung hier ausbauen wollen. Pass auf. Das sieht jetzt ein bisschen unorthodox, ich weiß. Aber das hat alles System. Nur brauchen wir hierfür... Ich mache halt so eine fliegende Baumplantage. Und die connecte ich dann tatsächlich, dass es nicht ganz so grässlich aussieht. Ja, das wird hier natürlich ein bisschen merkwürdig oder kompliziert. Aber auch nicht so sehr gut. Das ist natürlich noch nicht unsere Baumplantage. Da brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Huch, nee, so nicht, mein Freund. So, du, weg, weg. Jetzt habe ich das eingesammelt, das brauche ich doch gar nicht. Okay. So, wir kommen von Hässchen auf Klötzchen, ist aber nicht schlimm, liebe Leute, ist nicht schlimm. So, obwohl, hier hätten wir auch machen können, oder? So, pass auf. Hier, das ist sowieso hässliche Erde. Hässliche Dschungelerde. Mag ich nicht. Ja, ich bin Dschungelerden-Nazi. Oh, es ist richtig entspannt, einfach spielen zu können, ohne großartig zu denken, boah, Alter, jetzt kommen irgendwelche Themen. Obwohl, ein Thema hätte ich tatsächlich. Was man jetzt halt aber nicht so... Weder ein ernstes Thema, noch ein schlimmes oder politisch oder sonstiges Thema. Es geht eigentlich über Sport. Es geht eigentlich um Sport, ne? Um hier Tyson gegen Roy Jones. Die haben ja jetzt geboxt, ne? Gut, ich meine, da ist jetzt nicht großartig viel, was ich dazu zu sagen habe, aber... Ich weiß nicht, wer es gesehen hat oder wer die Zusammenfassung gesehen hat, die Highlights gesehen hat. Es war halt ein Unentschieden. Über 8 Runden, a 2 Minuten pro Runde. Ist natürlich schon... Naja, Charity-Boxing halt. Ja, und die Leute, die da tatsächlich dann hinterher kommentiert haben, die waren dann so empört, weil die gesagt haben, oh, Tyson hat das locker gewonnen, wieso gibt es dann Unentschieden und Roy Jones hatte gar keine Chance. Dann denke ich mir, Leute, das war ein Charity-Boxing, das war doch nicht ernst. Das ist doch kein Main-Event, das ist doch kein, ich kämpfe jetzt um Titel und kriege mehrere Millionen Dollar. Ja, wahrscheinlich kriegen die mehrere Millionen Dollar, aber ne, halt kein Main-Event und so weiter.
Und die Leute haben das nicht verstanden und die waren alle so am Zetern und so, oh, das ist scheiße. Obwohl, hier, guck mal, hier gehört auch eine Baumplantage, ne? Das wäre sogar fast noch besser, glaube ich. Aber wir wollen ja nach hinten ausbauen. Und die Leute sind ja wirklich teilweise regelrecht ausgerastet. Von wegen, Tyson hätte das alles locker in die Tasche stecken können und der ist der Beste und der Stärkste sowieso und weiß der Geier was. Und ich denke mir, Leute, hört doch auf, so cringe zu sein. Seid doch nicht dümmer als... Ich meine, ihr seid halt dumm. Teilweise. Ich meine, wer diese Kämpfe für ernst nimmt, für voll nimmt, dann ein auf Main Event und so weiter macht, ja, entschuldige mal, bei dem ist doch Hopfen und Malz verloren. Aber tatsächlich, ich meine, gut, Tyson hat ja auch gesagt, ja, ne, nach diesem Kampf komme ich zurück und will gegen Tyson Fury ankämpfen, antreten und gegen Deontay Wilder und so weiter und so fort. Ja, ist na klar, willst du das? Ja, sicher, willst du, ja, klar, und das glauben wir dir auch alles, Tyson. Alter, Tyson ist 54, der will gar nichts mehr. Ne, komm, jetzt nicht. Frozen Throne, wenn ich hier so einen... Ich meine, klar, natürlich, Tyson mit Sicherheit denkt er sich, Alter, ich reiß hier immer noch was im Ring. Also Tyson ist jetzt, so sehr ich Tyson mag, Tyson ist jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte, ja? Muss man ja halt auch sagen, ne? Ich meine, begnadeter Boxer, aber tatsächlich jetzt nicht, naja, kein Genie, kein Professor. Ist ja aber auch jetzt halt nicht wichtig, ne? Soll ja auch nicht. Aber tatsächlich denke ich mir mal, weiß auch er selber, dass er nicht wirklich reelle Chancen hat. Dass es halt alles nur, naja, Laberei ist. Was ja auch vollkommen okay ist. So, ich glaube, das reicht. So, ja. Und wir sind schon wieder über die Zeit, ne? Ich rieche jetzt doch schon wieder am Timer. Jawohl. So, können wir das so machen? So. Alles klar. Gut. Liebe Leute, ich würde sagen, ich bin hier erstmal raus. So, ein nichts aussagendes Thumbnail. Aber besser nichts aussagend als überhaupt nichts. Okay. Liebe Leute, ich glaube, ich bin hier lieber raus. Wir sehen uns morgen wieder. Ich würde mich freuen. Alles Klärchen und bis dahin, mach gut. Tschüss.